Ladies and Gentlemen, welcome back to the Flight Deck. Wir sind zurück auf dem Crash Community Channel. Wir haben ein neues Interview für euch. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen, die eine ganz besonders ehrenvolle Aufgabe bei uns in der Core erfüllen. Wir haben die beiden Schulleiter, Maddock und Tesean, zu Besuch. Hi, hi. Hallo. So, Maddock und Tesean, stellt euch erstmal ganz kurz vor. Ja, Michael, fängst du doch einfach mal an, würde ich sagen. Ja, wie du schon verraten hast, heißt Michael, bin Junge 35, komme aus der Nähe von Köln. Mit dem Alter seit unzähligen Jahren Computerspiele begeistert. Viele andere Hobbys noch dabei, aber so hauptsächlich sitzt man dann doch ganz gerne vor der Kiste. Ja, und freue mich, heute hier zu sein und euch ein paar Fragen beantworten zu dürfen. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, das klingt schon sehr gut. Maddock, mach mal weiter. Ja, der Name ist Maddock, wie schon mehrfach erwähnt wurde. Ich bin meines Zeichens Schulleiter hier bei Crash, das auch schon etwas länger. Die ganze Sache macht mir auch ziemlich Spaß hier. Ich bin 29 Jahre alt und sitze gerade schön mittig im schönen Sachsen-Anhalt bei herrlichem Wetter. Sarkasmus. Hauptsache vor dem Computer, ne? Und ja, vor dem Computer, dafür ist das Wetter nie zu schlecht. Und ja, bin jetzt hier, um euch ein paar Fragen zu beantworten. Ja, sehr schön. Wie kommt ihr denn persönlich auf Crash, wenn man so lange Schulleiter ist und schon so viele Jahre dabei ist? Dann würde mich das mal interessieren. Ja, da fange ich dann einfach mal an. Ich bin Mitglied bei Crash seit Oktober 2014, wenn ich mich recht erinnere. Habe mich damals noch über die RSI-Seite beworben, direkt bei Sawyer, weil es gab noch nichts weiter. Es war wirklich noch sehr früh am Anfang von Crash. Was sie aber damals schon gemacht haben, waren die Videos. Ich glaube, als ich das erste Video gesehen habe, hatten sie aktuell 5 Videos auf dem Channel. Und dann habe ich den Channel noch etwas weiter verfolgt, bevor ich mich dann endgültig damals mit Rigo zusammen hier beworben habe. Wurden dann auch aufgenommen und seither bin ich dabei, habe immer mehr Aufgaben bekommen bzw. übernommen und macht mir auch bisher noch ziemlich viel Spaß hier. Ja, sehr schön. Und Tesean, wie lief das bei dir? Ja, vom Werdegang her relativ ähnlich. Auch damals informiert über YouTube, über Star Citizen. Dann eine Weile doch mit mir gehadert. Sollst du jetzt schon so einer frühen Phase in den Clan eintreten? Wurde aber dann mir immer sicherer, dass es dann Crash sein soll. Hab mich, glaube ich, im April oder Mai letzten Jahres bomben. Ganz normal über das erste Forum, das wir hatten. Ganz normale Bewerbung durchlaufen. Dann ja aufgenommen worden. Seitdem eine Vielzahl verschiedener Aufgaben übernommen. Und irgendwann dann den Posten auch Schulleiters fürs Fighter Command bekommen, auf dem ich im Moment unglaublich glücklich bin und versuche hier meine Abteilung bestmöglich zu leiten und die Jungs in der Crash Academy eine vernünftige Ausbildung zukommen zu lassen. Ehrenvolle Aufgabe, ehrenvolle Aufgabe. Aber lass uns mal gleich tief ins Spiel einsteigen. Und zwar, jeder kauft sich ja ein Schiff, um Chris Roberts zu unterstützen. Wie sieht das denn bei euch aus? Was parkt denn bei euch jetzt schon im Hangar? Die Liste ist jetzt nicht so kurz. Oh, dann mach mal deine 3 Lieblinge oder 2 Lieblinge. Ja, dann mache ich mal die 3 liebsten Schiffe. Natürlich allen voran, mein allererstes Schiff, was ich mir gekauft habe, was ich mir quasi selbst geschenkt habe, eine Constellation Andromeda. Diese habe ich mir natürlich auch schon gekauft, bevor ich zu Crash gekommen bin. Also die ist schon eine Weile in meinem Besitz und ich finde es ein wunderschönes Schiff. Als nächstes würde ich dann erwähnen meine Starfarer. Ich finde das ganze Prinzip hinter der Starfarer, also dieses selber Rohstoffe sammeln und Treibstoff erstellen, finde ich ein sehr schönes Konzept und außerdem eine sehr einfache Methode, um Geld zu verdienen. Darum habe ich mir die damals gegönnt. Und das dritte Schiff, was ich jetzt erwähnen möchte, wäre dann meine Orion, das große Bauschiff. Hat im Prinzip einen ähnlichen Hintergrund wie die Starfarer. Ich mag das ganze Prinzip. Ich habe schon immer gerne Bergbau betrieben in Space Sim Spielen. Und ja, die Orion ist sehr groß und ich kann sie nicht alleine besetzen, aber sieht auch ziemlich geil aus und darum habe ich sie mir gegönnt. Und Tesean? Ja, bei mir ähnlich. Ich gehe dann auch nochmal auf meine 3 Lieblinge ein, weil ich glaube, die Zahl meiner Schiffe ist mittlerweile auch zweistellig im Moment. Ja, dadurch, dass ich passionierter Jagdpilot bin, auf jeden Fall allen voran meine Super Hornet. Gibt zwar noch mehr Fighter, aber gerade die Super Hornet hat es mir unglaublich angetan. Auch nicht zuletzt jetzt mit der Ankündigung der Mark II Hornet, die jetzt irgendwann kommen soll. Absolut geniales Schiff, wie ich finde. Als zweites, sehr ähnlich zu Maddock, auch eine Starfarer. Allerdings, da ich dann doch eher auf den militärischen Aspekt aus bin, in der Gemini-Variante. Einfach auch, weil ich von der Idee her sage, ich möchte am Anfang mein Geld so mit Treibstoff raffinieren und versorgen verdienen. So außerhalb von Crash, wenn ich privat unterwegs bin.
Und als drittes Schiff dann auch wieder ein Fighter, es ist dann die Vanguard. In allen Varianten, die es im Moment so gibt, einfach weil ich vom Design vom Schiff her und von der Vielfalt der Möglichkeiten, die ich mit den verschiedenen Battlekits habe, unglaublich begeistert bin. Ja, das klingt doch schon sehr, sehr schön. Ihr seid Schulleiter und damit wahrscheinlich über den Task Forces momentan, oder? Also den Teilstreitkräften. Oder gehört ihr irgendeiner Teilstreitkraft an als Schulleiter? Wir sind tatsächlich so aufgestellt, dass wir aktuell 3 vollwertige Schulleiter haben, und zwar für jede Teilstreitkraft einen extra Schulleiter. Wofür bist du da, Tesian? Ich bin in dem Fall für die Flight School des Fighter Commands zuständig, halt die ganzen Jäger ausbildet und das Dogfighting unterrichtet. Und Medak ist damit für die Navy verantwortlich. Genau, ich versuche halt allen Membern im Crash Core das Verhalten auf einem Multicrew-Schiff nahezubringen, wie es nachher später im Verse in Crash-Mission ablaufen soll. Das Schwierigste an der Aufgabe ist quasi, Leute, die jetzt sagen, ich will nur nachher Marine sein und nichts anderes, denen direkt klarzumachen, warum sie jetzt nun einen vernünftigen Funkspruch absetzen sollen, wenn sie mit 3 anderen in einem Schiff sitzen, oder mit 4 anderen in einem Schiff. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich hoffe mal, dass die meisten Leute verstehen, welchen Hintergrund das hat, genauso wie das Fighter-Pilotentraining. Einfach damit die Leute wissen, wie läuft es nachher in jeder einzelnen Streitkraft ab und sich gegenseitig besser verstehen können, sagen wir mal. Und warum ist Tesian jetzt zum Beispiel für Fighter Command oder für das Fighter Command zuständig? Michael, was sprechen dafür Gründe für dich? Ja, es hat vor allem mit der Umstrukturierung zu tun, die wir damals in der Schulleitung hatten. Damals gab es tatsächlich nur einen Schulleiter und einen stellvertretenden Schulleiter. Als diese ganze Academy ins Rollen kam, und ich meine irgendwann im ersten Quartal, zweiten Quartal diesen Jahres, haben wir festgestellt in unserer Abteilung, dass es immer komplexer wird. Gerade wo die Thematik mit der CrashNav, also der Ausarbeitung der Navy-Inhalte stattgefunden hat, dass die Bereiche immer umfangreicher werden. Und das eigentlich für einen alleine, jetzt in dem Falle Maddock, als damaliger alleiniger Schulleiter fast nicht mehr stemmbar war, auf alle 3 Bereiche, die wir nun mal bei Crash haben, so viel Arbeit reinstecken zu können, um seine Aufgabe als Schulleiter voll und ganz erfüllen zu können, und haben darum irgendwann entschieden, dass wir das Ganze ein wenig aufteilen und für jede Teilstreitkraft einen extra Schulleiter nennen, der sich wirklich primär nur um seinen Teilbereich, halt in dem Falle Navy und Fighter Command, kümmern. Mit dem Hintergrund, dass wir uns trotzdem immer noch vertreten können, sollte der andere mal verhindert sein. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich irgendwann zum Fighter Command möchte. Er hat sich in vielen Sachen geäußert, Arbeiten in der Taskforce, Fighter Command damals, viele Ausarbeitungen, die wir auch fürs Fighter Command gemacht haben, was die Strukturen alles angeht. Und da war für mich von Anfang an klar, ich möchte auf jeden Fall dann, wenn es denn soweit kommt, die Schulleitung fürs Fighter Command übernehmen, weil es einfach meine Passion im Spiel ist. Damit der Teilschaft selber auch einfach identifizieren kann. Wir haben ja auch noch eigentlich einen Dritten im Bunde bei euch, das ist der Snap, der momentan leider nicht dabei sein kann. Genau. Könnt ihr vielleicht nochmal kurz in seinen Teilbereich reinschnuppern? Er ist ja für die Bodenstreitkräfte zuständig. Genau, er wäre dann für die Marines zuständig oder ist für die Marines zuständig in dem Teil. Einer der Gründe, warum er Leute heute auch nicht dabei sein kann, weil im Moment auch wieder die Ausarbeitung stattfindet. Da wir ja alle wissen, dass demnächst Patch 2.6 als nächstes kommt, wo er dann endlich Star Marine und damit auch die Teilstreitkraft der Marines bei uns endlich ihren Einzug ins Spiel findet. Die sind im Moment unglaublich fleißig am Arbeiten, sind sich schon Konzepte am Ausarbeiten, damit die Ausbildung auch möglichst schnell starten kann, sobald 2.6 dann released werden kann. Genau, im Vorhinein haben die ja schon, wie in unserem letzten Video präsentiert, im ARMA 3 einen Editor genutzt, um Taktiken einzustudieren, um sie dann später, sobald 2.6 online geht, auch das im Verse direkt fertig zu haben. Und nicht wieder bei Null anfangen müssen, sondern schon ein leichtes Basisverständnis bei Kommunikation und einigen Taktiken eben vorweisen zu können. Ja, genau. Aber der Snap, der wird uns mit Sicherheit auch nicht auskommen, den werden wir uns auch noch schnappen. Snap, wenn du das siehst. Ich schätze aber das erst nach 2.6, weil er ist wirklich momentan sehr doll eingespannt, wollte ich sagen. Höchstwahrscheinlich, ja. Maddock,
für dich deine Gründe. Warum bist du der Navy-Schulleiter? Ich habe diese ganze Sache mit dem Multicrew, beziehungsweise halt später mit dem größeren Schiffen, größere Schiffe kommandieren und eine direkte Crew unter sich zu haben, also direkt eine Befehlsgewalt sozusagen zu haben über mehrere Leute, das fand ich schon immer gut. Und gerade Star Citizen bietet dafür ja eine wunderbare Plattform, wenn man halt sagt, man hat nachher die Fähigkeiten und die Kenntnisse um ein größeres Schiff wie, gut, eine Javelin ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dient schön als Beispiel. Wenn man halt die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse hat, um eine Javelin führen zu können, hat man ja eine ziemlich große Mannschaft auch unter sich. Jetzt nicht bloß 3-4 Leutchen, sondern ein paar mehr sind das ja dann schon. Und das halt alles vernünftig hinzukriegen und so, das ist halt mein Ziel und das fand ich schon immer gut, sowas generell zu machen, solche Möglichkeiten generell zu haben. Darum habe ich auch damals direkt gesagt, dass ich zur Navy möchte, noch bevor die offizielle Einteilung in die ganzen Teilstreitkräfte geschehen ist. Darum war es im Prinzip nur eindeutig, dass ich, oder nur logisch, dass ich die Schulleitung im Navy-Bereich übernehme. Ich kann ja noch mal ein bisschen ergänzen zu den anderen beiden. Michael ist, wie er selber schon gesagt hat, mir damals aufgefallen, weil er sich eben viel fürs Fighter Command engagiert hat. Darum hatte ich ihm damals, wo die Umstrukturierung kam, das Angebot gemacht, die Leitung über Academy-Bereich Fighter Command zu übernehmen. Genauso war es im Prinzip bei Snap. Ich habe mitgekriegt, dass er sich viel für die Marines einsetzt, dafür schon viel getan hat, lange bevor überhaupt irgendwas getan werden konnte, muss man ja so sagen. Also schon Ideen und alles. Dadurch habe ich ihm auch das Angebot unterbreitet, diesen Bereich der Academy nachher zu übernehmen. Beide waren einverstanden und seitdem sind wir halt in diesem Dreiergespann aufgeteilt. Jeder macht das, was er gerne macht quasi. Jeder hat die Verantwortung über den Bereich, den er sowieso gerne ausfüllen würde. Deswegen, ich hoffe mal, das ist auch der Grund dafür, dass es so gut läuft. Ja. Also ein Dreamteam kann man durchaus sagen. Jetzt seid ihr als Schulleiter natürlich eingespannt bis zum geht nicht mehr. Also wir sehen euch häufig beim Arbeiten und würde sagen, ein Großteil eurer Freizeit geht drauf, wenn ich mal so die Theorie aufstellen darf. Dann? Wofür ist die Schulleitung denn zuständig? Also was macht ihr? Was sind eure Aufgaben? Ja, das versuchen wir mal noch rauszufinden. nein, Spaß beiseite. Ja, vorrangig kann ich jetzt vor allem bei mir aus dem Bereich direkt mal sagen, erstmal versuchen wir immer ein vernünftiges Team an Instruktoren und Chief-Instruktoren auf die Beine zu stellen. Wir sind dafür zuständig, die entsprechenden Leute auszubilden, also Ausbilder auszubilden, versuchen immer möglichst zeitnah, wenn neue Patches kommen, die Schulungsunterlagen, die wir nun mal haben, zu aktualisieren und auf Vordermann zu bringen. Ne? Es gibt da für jeden Bereich halt Unterlagen, was genau unterrichtet werden muss, für immer einen gewissen Standard haben und jeder Member bei Crash ausgebildet wird, wie alle anderen auch, also nach einem gewissen Standard. Diese Unterlagen halt alle aktuell zu halten, treibt mich regelmäßig in den Wahnsinn, muss ich dazu sagen. Ja, weil RSI meint, bei jedem Patch immer was in den Tastaturbelegungen zu ändern. Muss dann jedes Mal angepasst werden. Ja, und ansonsten vorrangige Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass regelmäßig Lektionen stattfinden, dass regelmäßig Prüfungen stattfinden, dass halt immer genügend Ausbilder bzw. Instruktoren und Chief Instruktoren da sind für Prüfungen und Lektionen. Chief Instructor, Chief Instructor hast du gerade erwähnt. Genau. Wie wird man denn Chief Instructor? Ja, das unterteilt sich ein wenig in die einzelnen Teilstreitkräfte. Es gibt generell drei verschiedene Unterteilungen in Instruktoren. Einmal den Assistant Instructor, dann den normalen Instructor und dann den Chief Instructor. Im Fighter Command ist es so, um Assistant Instructor zu werden, also jemand, der, nur eine oder nicht alle Lektionen halten darf, muss halt ein persönliches Gespräch mit mir geführt haben, muss sich das Ganze mal in den Kopf gehen gelassen haben und dann wird zu so einer Masterclass bei uns eingeladen, wird dann einmal noch mit einem vollwertigen Instructor zusammen in die Lektion gesteckt, muss sie dann dort halten und wird dann quasi abgenommen. Vollwertiger Instructor wird man in dem Moment, wo man dann bei uns alle Lektionen selbstständig halten darf, also jede Lektion mindestens einmal unter Aufsicht gehalten hat, dass wir sicher sein können, dass der entsprechende Instructor dann auch seine Lektion um darf. Und der sogenannte Chief Instructor, der dann als letztes käme, hat vorrangig dann die Aufgabe, neben dem normalen Ausbilden in Lektionen einmal die Prüfungen mit abzuhalten und neue Instruktoren mit auszubilden. Und um Chief Instructor zu werden, muss man einmal vor allem das Interesse haben, aber
bei mir zumindest, beziehungsweise im Fighter Command auch so ein bisschen die persönliche Veranlagung dazu. Ich merke das bei mir im Team immer sehr, sehr gut. Wir passen unglaublich gut zusammen, auch menschlich und von der Art her muss man halt auch eine gewisse Ruhe und sachliche Kompetenz, sage ich mal, mitbringen, um einen Chief Instructor machen zu können, weil man auch sehr subjektiv beurteilen muss, ob die Leute ihre Prüfung bei uns bestehen oder nicht. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Das System bei der Navy ist etwas anders, wie man dazu den verschiedenen Rängen kommt, aber das wird der Maddock euch jetzt bestimmt ein bisschen näher erklären können. Ja, natürlich. Bei der Navy sieht das in dem Punkt anders aus. Wir haben ein sogenanntes Mentorensystem. Das heißt, wenn jetzt jemand seine Grundausbildung, das erste Kriterium, man sollte seine Grundausbildung bei der Navy abgeschlossen haben, beziehungsweise nachher, wenn die Marines soweit sind, dann heißt es ja, man hat seine komplette Grundausbildung abgeschlossen, Marines, Fighter Command und Navy. Dann geht man zu einem der Instruktoren oder Chief Instruktoren, die es schon gibt, hin. Und fragt diesen, wie sieht's aus? Ich würde gerne Instructor werden. Würdest du mich als dein Protégé aufnehmen? Wenn dieserjenige sagt, wenn der entsprechende Chief Instructor sagt ja sagt, meine ich natürlich, dann ist dieser, nehmen wir mal als Beispiel den Chief Instructor Spider, der ist der Mentor vom Shuttle, was ein Instructor aktuell ist. Also ist Spider dafür zuständig, den Schattenwolf oder den Überblick über den Werdegang vom Schattenwolf zu behalten. Er muss ein bisschen mit hingucken, wie stellt er sich an, bei wem hat er jetzt die nächste Lektion, wer ist da der Hauptausbilder, mit dem anschließend bei Bedarf mal sprechen oder sich von dem ein Feedback über Schattenwolf halt holen, wie hat er sich angestellt und so weiter. Läuft dann so ab, er muss einmal die Basislektion bei jemand anderem beisetzen, dann muss er sie einmal unter Aufsicht halten. Genauso die Praxis, die muss er im Prinzip dreimal in Stück, also in Zahlen dreimal besuchen. Zweimal als Ausbilder auf dem Schiff, also zweimal sozusagen mitmachen bei der Basislektion, bei der Praxislektion meine ich natürlich. Und das dritte Mal muss er diese Praxislektion selber halten, also sich selber ein Szenario ausdenken und den Oberbefehl über diese Mission haben. Und wenn er das alles zur Zufriedenheit seines Mentors absolviert, schickt der Mentor mir eine Nachricht, mit dem Inhalt, Schattenwolf hat jetzt alles absolviert, er ist soweit, ich schlage ihn hiermit als vollwertigen Instructor vor. Wenn ich jetzt Zweifel haben sollte, spreche ich nochmal persönlich mit dem jeweiligen Mentor, wie er zu der Einschätzung kommt und so weiter. Wenn ich aber keinerlei Bedenken habe, und das ist eigentlich meistens der Fall, weil dafür haben wir ja dieses System, damit ich mich auf die Mentoren verlassen kann, dann wird er offiziell befördert zum Instructor und kann von dort an oder von dem Zeitpunkt an die Praxis und die Basislektionen völlig selbstständig und frei halten, wie es ihm halt in den Zeitplan passt. Und zum Chief Instructor werden muss er eine Prüfung nochmal erstmal beisitzen und dann auch mindestens einmal beisitzen und dann im späteren Verlauf diese Prüfung halten. Ist ähnlich wie eine Praxislektion, nur halt mit dem Theorieteil der Prüfungsfragen vorher. Und wenn er das auch zur Zufriedenheit absolviert hat, dann kommt wieder der Vorschlag hier, er hat das gut gemacht, er kann Chief Instructor werden, keine Bedenken, und dann wird er befördert. Und damit ist er dann Chief Instructor. Das war jetzt wieder sehr viel Input. Ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört. Ansonsten einfach nochmal zurückspulen und euch alles nochmal anhören. Spätestens dann habt ihr es begriffen. Aber mal weg von der Arbeit. Ich habe nochmal die private Frage an euch. Was wünscht ihr euch an Spiel? Wir sind ja jetzt bei 2.5 momentan. Alles läuft gut. Wir haben eine Piratenstation. Jetzt kommt 2.6 und bald sehen wir 2.3. Welche Wünsche oder welche Bereiche wären euch lieb, wenn sie bei 3.0 dabei wären? Ja, da fange ich einfach mal spontan an. Aufgrund meiner Schiffe, die ich halt besitze, wäre mir persönlich am liebsten, wenn die ganze Treibstoff- und Bergbaumechanik, also beides wirklich, schon reinkommen würde. Weil dann könnte ich meine Starfarer nutzen, um Geld zu verdienen, genauso wie meine Orion. Und gleichzeitig könnte man auf der Orion halt schon noch mehr das Multicrew quasi trainieren, weil da gibt es ja relativ viele Posten, die ausgefüllt werden müssen. Genauso wie auf der Starfarer, da sind es nicht ganz so viele, aber hat das natürlich auch zur Bedingung, dass die Posten besetzt werden entsprechend. Und das wäre mir persönlich am liebsten, wenn man das endlich nutzen könnte. Zumal es mal hieß, dass Schiffe erst ins Spiel kommen, wenn die dazugehörige Mechanik verfügbar ist. Und die Starfarer ist im Spiel, aber die Tankmechanik ist nicht verfügbar.
Und das ist ein bisschen schade. Es macht Spaß, das große Schiff jetzt schon zu fliegen, ja, aber ich würde es halt lieber komplett benutzen, als es nur durch die Gegend zu schieben. Und bei dir, Tesian? Ja, muss ich auch sagen. Ich fand es halt damals auch sehr, sehr schade. Markt hatten, wie Mattock gerade schon erwähnt hat, dass die Mechaniken mit den Schiffen zusammenkommen. Aber ich fliege meine Starfarer schon ganz gerne. Was ich aber sehr, sehr gerne hätte, was ja wahrscheinlich auch kommt, ist dieses ganze Komponentensystem, was man jetzt hier und da schon mal sieht, wo halt schon Kühler angezeigt werden. In der Starfarer zum Beispiel habe ich es heute noch im Hangar gesehen, dass man die bearbeiten kann. Und auch diese ganze Schadens- und Reparaturmechanik von diesen größeren Schiffen dahinter. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Systemausfall habe, dass ich dann wirklich irgendwo zu einer Access-Klappe hinrenne, die Klappe aufreiße und da schon was reparieren muss. Das wäre was, was ich unglaublich toll fände, aber ich denke mal, sie sollten sich erstmal bei 3.0 auf dieses komplette Sonnensystem und die grundlegende Mechanik wie Grabby Hands und so konzentrieren und alles andere danach nice to have oder so. Da sollten sie sich erstmal drauf konzentrieren. Was ich mir so alles wünsche für 3.0, da fangen wir besser gar nicht erst an, da wird das Interview zu lang. Dass die ganze Mechanik noch von der Starfarer in Zukunft, ich denke, das wünschen sich alle Leute, die einen Starfarer haben. Und wie du sagst, da jetzt alle Wünsche durchzugehen, würde den Rahmen sprengen. Da wir auch jetzt schon wieder ein bisschen an der zeitlichen Grenze angekommen sind, danke ich euch ganz herzlich dafür, dass ihr mitgemacht habt. Ich danke euch da draußen, der zugeschaut habt. Und ihr habt jetzt noch einmal die Möglichkeit für ein Schlusswort. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe mal so mitgekriegt, dass manche Leute sich einfach nicht trauen, jemanden wie mich oder Michael oder andere mit blauen Sternen oder mit vielen Abzeichen oder weiß der Geier was anzusprechen, gerade neue Leute. Da kann ich nur sagen, das ist totaler Quatsch, weil wenn wir keinen Bock haben zu reden, dann sagen wir euch das. Ansonsten kann man immer fragen, uns beide zum Beispiel oder auch den Snap, kann man jederzeit fragen, wenn es um Sachen der Ausbildung geht, wie werde ich Instructor, Chief Instructor, in welcher Position, also in welcher Teilschreitkraft auch immer. Man kann uns jederzeit fragen und man muss jetzt nicht unbedingt den Snap fragen, wenn es um die Marines geht oder mich, wenn es um die Navy geht. Wir helfen uns gegenseitig, also ich helfe auch dem Michael, beziehungsweise ich nehme mir einfach mal das Recht heraus, auch ein, zwei Fragen in Michaels Namen zu beantworten, wenn es jetzt bloß Fragen sind. Ich habe auch eine Zeit lang Fighter Command unterrichtet sozusagen. Und wenn jetzt irgendwelche Fragen an Snap sind oder an Michael, die ich nicht beantworten kann, schreibe ich sie mir auf und leite sie weiter, so schnell ich kann. Und genauso machen es die anderen auch. Also da braucht sich wirklich keiner scheuen, mich oder einen der anderen anzusprechen. Ja, wunderschönes Schluss. Ja. Tesian, da ist noch. Ja. Wie meistens kann ich mich da eigentlich meinem Vorredner, dem guten Mattock, eigentlich nur anschließen. Ich habe leider auch so ein bisschen den Anschluss zur Basis, sage ich mal, verloren. Ich habe früher lange, lange Zeit war auch als Recruiter tätig und fand es eigentlich mal sehr, sehr schön, so den Werdegang vom Recruitment-Gespräch über die Ausbildung, die ich ja immer noch selber mal mitmache, bis zur Prüfung, so die neuen Leute im Crashkurs so ein bisschen zu begleiten. Dadurch, dass ich aus Zeitmangel das Recruitment leider mittlerweile drangeben musste, fehlt da der eine Teil schon. Und ich hoffe einfach nur, dass die Leute sich das zu Herzen nehmen, dass man uns jederzeit ansprechen kann, egal ob da ein blauer Stern dran ist oder nicht, weil wir beißen eigentlich nicht. Zumindest nicht, bevor wir nicht angesagt haben, dass wir mal beißen. Ja, sehr schön, sehr, sehr, wirklich sehr schön. Einfach die Leute ansprechen. Damit bedanke ich mich nochmal dafür, dass ihr mitgemacht habt. Danke euch da draußen nochmal dafür, dass ihr das angeschaut habt. Lasst uns doch ein positives Däumchen da für Michael und Mattock. Oder schreibt einen netten Kommentar. Und ich würde sagen, wir versuchen es zusammen. Ihr wisst schon, was ja. Ich meine. 3, 2, 1. Leon, 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 Leon